Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zurück zu Hamburg, deine Nerds. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, oft von ihm erzählt. Stell dich vor. Ja, ich bin der gute Walter, wie Nico mich immer nennt. Ja, er ist keine 60 oder 70 Jahre alt, wie ihr seht. Wir haben uns auf dem Flohmarkt damals kennengelernt und sind jetzt heute durch die ganzen Hamburger Comic-Shops gezogen und wir haben einiges mitgenommen. Ja, wir haben gut eingekauft, wir haben nur 3 Shops geschafft, Nico hatte mehr vor. Ja, also 4 standen auf jeden Fall auf dem Zettel, aber da Walter mal wieder getrödelt hat, mit der Anreise in dem Fall, haben wir leider nur 3 geschafft und das auch nur kurz vor knapp. Ne? Ja. Ja, wollen wir mit deinem Stapel anfangen? Also im ersten Video zeigen wir jetzt erstmal unsere Einkäufe, wie gewohnt eigentlich. Ja, machen wir. Willst du erst mit Hummelcomic anfangen oder mit... Ach so, ich habe das jetzt... Ich fange erst mit den neuen Heften an und dann mit denen von Hummelcomic. Ja, soll ich reinhalten oder willst du? Du kannst hier reinhalten. Sehr schön. Wie immer, jetzt kommt mein klassischer Satz, hoffe ich, dass das mit der Beleuchtung alles so klappt. Ich bin aber der Meinung, eben in den Testläufen sah es ganz gut aus. Als erstes hätten wir Batman and the Outsiders 1 als Variant-Cover. Ich dachte, ich habe es 2-mal gekauft, aber jetzt habe ich es doch nur 1-mal gekauft als Variant. Du hast es, ja, hätte ich dir auch sagen können. Ich wollte es nochmal als Blank-Cover kaufen und das hast du auf jeden Fall zurückgelegt. Und ich habe das dann alles gelassen, genau. So, und du meinst, hier gibt es 2 Charaktere, die einen neuen, also die ihren ersten Auftritt haben, ja? Ja, das ist richtig. Welche? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es vergessen. Also auf dem Cover sehe ich jetzt mal ganz spontan Katana. Okay, ist raus. Signal ist raus. Black Lightning ist auch raus. Es könnte der in der Mitte sein, dass der seinen ersten Auftritt hier hat. Den kenne ich auch noch nicht. Wer weiß das schon. Aber die Person oben rechts, oder ist das nicht die aus den Detective Comics? Also da bin ich jetzt nicht so die drin. Die kennt man auf jeden Fall auch schon. Das ist nichts Neues. Die Figur kenne ich jetzt nicht, aber ist vielleicht Cassandra Cain? Oder ja, ich hätte es jetzt auch geschätzt, da ihr Mund so zugenäht ist, könnte das eigentlich Cassandra Cain sein. Also ich habe so Spoiler gelesen auf einer Internetseite und in diesem Heft sind 2 Charaktere, die einen ersten Auftritt haben. Ich glaube, der eine Charakter hat noch nicht mal ein Kostüm an. Okay. Ich muss auf jeden Fall reingucken später. Ja, dann bekommt er sicherlich noch 1. So, das nächste ist Batgirl 34 und dann habe ich das mit dem B-Cover geholt, weil es einfach echt nice ist. Ich habe mir auch schon überlegt, euch das in meiner monatlichen Cover-Vorstellungsrunde zu zeigen. Habe mir dann aber gedacht, dass doch so ja, realitätsnah gezeichnet ist und der Stil mittlerweile recht oft vertreten ist, dass ich das rauslasse und dafür lieber ein anderes Cover zeige. Aber bei mir war es auch nah dran. Und du hast es nur wegen des Covers genommen. Freilich. Ja. Freilich, ja servus. Ist ja auch ein schönes, kann man ja nicht anders sagen. Auch wieder Uhrenturm-Motiv im Hintergrund. Ist ein schönes. Das nächste kennt ihr, das hat Nico schon mal vorgestellt. Yes. Deswegen habe ich es mir auch gekauft. Tja, also ich sollte eigentlich auch ein bisschen Provision hier abstauben, ne? Also ich verkaufe die Teile ja mehr als der Comicladen. Das schöne Flash, was ist es, 69, genau, wo die Geschwindigkeit so schön im Vordergrund steht. Sehr schönes. Dann Wonder Woman 68, auch das war Ryan-Cover von Kari. Ja, da hab ich mich auch gewundert, dass das da so komisch draufsteht. Hoffentlich sieht man es, wahrscheinlich nicht. Auch nur wegen des Covers. Und ja, das Cover ist echt wunderbar. Fett. Ja. Mir gefällt, wie das Lasso da über das ganze Cover verteilt ist. Und ja, Wonder Woman hat ein wirklich nices Gesicht. Das stimmt. Auch gefällt das war gut. In meiner engeren Auswahl zuletzt für die Variant-Cover. Aber hattest du das? Ja, das habe ich rausgelassen, weil ich in dem Monat davor schon Wonder Woman hatte, was auch mit dem Lasso im Vordergrund war und so. Ja. Und da hatte ich jetzt weniger Bock auf eine Doppelung, deswegen habe ich das auch rausgelassen. Aber es ist auch ein Top-Ding auf jeden Fall, richtig schönes Variant. Das nächste ist ein Heft, das habe ich gekauft, weil Nico gesagt hat, dass ich das kaufen muss. Ja. Venom 13. Ich habe oft erzählt, dass Walter auch Händler ist und da dieses Heft hier eine zumindest kleine Preissteigerung hat... Ja, das War of the Realms Venom Tie-In. Denk mal, das geht so. Also es wird zwischen 8 und 9 Dollar irgendwo angesetzt zurzeit. War mal auf 10 geschätzt, könnte natürlich jetzt weiter runtergehen und du hast miese gemacht, aber ich denke, damit ist zumindest das Geld nicht verloren.
Das werden wir sehen. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ja, die hatten auch noch die Variant-Cover und ich glaube, die liegen so in derselben Region, aber ja. Das hier war auf jeden Fall zuerst mit dem Preis auf dem Niveau. Das nächste ist dann Domino Hotshots Nummer 1. Das ist auch das normale Cover. Ich habe mir das gekauft, weil ich gedacht habe, das ist im Preis ein bisschen hochgegangen seit Erscheinen. Aber? Ich habe mal nachgeguckt. Es ist nicht so. Und ich habe auch 4,20 Euro bezahlt dafür. Finde ich schon heftig teuer für so ein 32-Seiten-Heft, das neu rausgekommen ist und nicht im Preis gestiegen ist. Aber es wird ja nicht schöner. Naja. Ne? Es wird nicht schöner. Ist ein 3,99-Heft? Ja. Ja, okay. Umrechnungskurs. Ist hart, aber... Als Abonnent wirklich bezahlt man in dem Laden, das ist jetzt ja aus dem Comic Room, 1:1 den Preis. Also ich hätte jetzt 4 Euro bezahlt, wären auch nur 20 Cent gewesen, aber gut. Naja, Debüt-Issue. Nice, nice. Ja, machen wir weiter mit den anderen Heften, jo, die ich von Hummels Comics geholt habe. Da habe ich mich auch von meinem Gefühl leiten lassen. Ich habe nichts gefunden, was mich total umgehauen hätte. Ein Heft ist dabei, das packe ich ganz nach hinten. Ich glaube, das kennt ihr auch von Nico schon. Ja. Ich weiß echt nicht, wie ich das übersehen konnte bei Hummel Comic, wo ich so oft durch die Kisten da gestöbert bin. Und auch Micha zum Beispiel, der da auch oft durchgeguckt hat. Aber irgendwie ist es uns durch die Lappen gegangen. Tja, ich habe das gleich gesehen, gleich am Anfang, die erste Box. Ja, der Blick fiel drauf, griff in die Mitte, raus, bang. So, das erste Heft, Marvel Tales 276, habe ich gekauft, weil ich das Cover kenne. Ach ja, ja, ich halte. Vielleicht kennt das noch jemand. Das ist nicht das Heft, das ich eigentlich haben wollte. Habe ich dann rausgefunden. Das ist nämlich auch ein Nachdruck von Amazing Spider-Man. Auf der letzten Seite sieht man das, glaube ich. 263. Ich halte auch mal rein. First Appearance von Normie Osborn, dem Enkel von Grünen Kobold. Tja, also mir hätte das Ding so gar nichts gesagt. Ich habe jetzt nicht mal bemerkt, dass das so Marvel Tales ist. Also ich hätte das als ganz normales Spider-Man-Heft wahrgenommen. Aber gut, ich habe jetzt auch nicht so genau drauf geguckt. Ich finde das aber super hässlich, das Cover, mal davon abgesehen. Es ist super hässlich. So einen hässlichen Spider-Man hat man selten gesehen. Ja, echt fett, mit Doc Ock-Arm. Das Coolste an dem Cover ist tatsächlich der Symbionten-Spider-Man, ja, da unten in der Ecke. Man hat ihn auch zweimal, einmal links oben. Ja, stimmt, in dem kleinen Feld auch nur. Wunderbar. Ach, und Marvel Tales war dann so eine Reihe, wo die einfach Reprints in der Reihe rausgeschossen haben, ja, oder was? Weil ich glaube, ich habe auch nicht wirklich Hefte davon zu Hause, aber es muss ja viele gegeben haben. Also das hier ist jetzt die 276 von dieser Marvel Tales-Reihe anscheinend. Deswegen habe ich nämlich auch gedacht, das ist ein normales Spider-Man-Heft. Weil ja, so dachte ich auch, es wäre das Amazing Spider-Man. Ja, komisch. Naja, jetzt hast du wieder einen schönen Fehlgriff gelandet. Und Mann, 1 Euro voll in den Sand gesetzt. Dann habe ich 4 Hefte gekauft von einer Reihe, die heißt Tangent Comics. Tangent Comics, ja. Nie gehört? Mir sagt das was, weil irgendwer aus München mal Hefte zu dieser Reihe gesucht hat und ich hatte einfach keine. Jetzt hast du welche. Jetzt habe ich 4 Stück. Ich wollte noch mehr mitnehmen. Nico hat gesagt, die sind alle hässlich. Ja, das, also wenn man mal, gib mir mal eins. Ja, eins hat gereicht. Einfach den Spaß verdorben. Ja, ich weiß. Also da waren wirklich, wie viele Hefte? 10, 11, 12? 10. Keine Ahnung. 9. Ich glaube 9. Also die Cover, die sind ja eigentlich ganz cool. Da will ich auch gar nichts gegen sagen. Es sieht auch so aus, als würde es da irgendwie so 2 Volien von geben, weil einmal glitzern die und einmal nicht. Und die sind allgemein ein bisschen anders aufgemacht, diese unglitzernden. Glitzern die nicht alle? Nee, also das hier nicht. Du hast jetzt 2 Jokers. Ach, stimmt. Und aber das DC-Logo fehlt. Ja. Nicht, da habe ich nicht drauf geachtet, keine Ahnung. Ich auch nicht. Und wenn man jetzt mal reinguckt, also sieht halt echt nach richtig heftigem 90er-Trash aus. Aber so richtig heftig. Also, das erinnert mich stark an die Amalgam-Hefte, die es zwischen diesen DC vs. Marvel-Dingern gab. Findest du? Die waren toll. Ich finde die richtig kacke gezeichnet. Dark Claw. Ja, das war der einzig geil coole. Aber der hatte auch nur ein cooles Heft und das andere war im Adventure-Stil, glaube ich. Das war jetzt nicht so der Banger. Aber auch die anderen, da habe ich mich jetzt auch von getrennt, glaube ich. Die sind auch zu unserem Lieblingskäufer gegangen, ja. Ja, das haben wir heute auch gemerkt, dass wir beide einen gemeinsamen Käufer haben aus Wien. Aus Wien, ja. Da schicken wir Sachen an sein Postfach in, keine Ahnung, so ein kleiner... Ja, nee, ich glaube, das ist noch so ein kleines Kackdorf, ja.
Auf jeden Fall fährt er dann über die Grenze und holt unsere Sachen ab für nicht gerade wenig Geld. Also du hast jetzt zweimal Joker mitgenommen? Ja, einmal Power Girl. Das sieht auch echt asiatisches aus. Power Girl mit kleinen... sieht hart aus. Kleinen... Sag's, wie es ist. Titten. Titten. Und, da habe ich dir auch noch gesagt, nimm das halt noch mit. Hey, da fehlt noch eins. Der Bats fehlt. Stimmt, Batman. Den hätte ich auch nicht mitgenommen. Ich finde, das Batman-Cover ist, finde ich, noch mit das coolste. Jetzt halte ich auch mal eins. Und ich weiß auch nicht, also hier unten sind so Motive drauf, so Symbole. Ja. Das irgendwie noch die einzelnen Helden beleuchtet oder so. Keine Ahnung. Das hier ist ja auf jeden Fall Batman unten. Ja. Ah, hier, ja. Wonder Woman. Batman ist jetzt hier rot ausgemalt, weil es das Batman-Heft ist. Das kann sein. Dann kannst du deine Sammlung ja dahingehend noch vervollständigen. Also ich hätte auf jeden Fall nicht zugegriffen, sage ich mal so. Ja, aber es ist... Also Batman sieht jetzt auch gar nicht so kacke aus. Wie gut ist das? Batman ist ein Ritter. Wie gut ist das? Das ist ein bisschen Elseworld, ne? Ein bisschen sehr. Außerdem, guck mal, wer es geschrieben hat. Das ist gar nicht so kacke. Wo war es denn? Jürgens. Ja, Dan Jürgens. Voll gut. Wer ist hier dran gewesen? Peter David. Ach du Scheiße. Ron Mars. Junge. Karl Kessel. Was geht denn hier ab? Und nochmal Karl Kessel. Vielleicht hätte man sie doch mitnehmen sollen. Wer weiß das schon. Verdammt. So, das nächste Heft, das ich gekauft habe, weil ich das Cover kannte und ich mir gedacht habe, wenn ich ein Cover kenne, ist das Heft auch was wert, sonst würde ich mir das nicht merken. Avengers Nummer 310 mit Blaster. Blaster mit Doppel-A. Das Heft ist auch genau gar nichts wert, aber das Cover ist trotzdem cool. Das ist immer geil, wenn Walter ankommt mit so einem Heft und man sieht das Funkeln in seinen Augen von wegen, das könnte jetzt der Banger schlechthin sein. Und dann guckt er nach dem Kauf in seine App und sieht, nee, scheiße, Dreck. Ja, aber das Schöne ist, die Hefte waren nicht teuer. Und ja, also bei Hummel Comic bezahlt man ja 1 Euro für das US-Heft. In der Regel, außer man holt sich jetzt ein Komplettpaket, das werdet ihr auch noch sehen, aber sonst 1 Euro. Und da kann man ja nicht viel falsch machen, das ist ja das Schöne. Das nächste ist... Dazzler, das hattest du schon im Comic Room in der Hand, bis ich dich darauf hingewiesen habe, dass das der Reprinter war. Und dann haben wir Bei Hummel Comics das Original gefunden, zweimal. Zweimal. Ich habe es jetzt einmal nur mitgenommen, weil ich habe es auch schon einmal zu Hause oder zweimal. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich nur drauf geboten hatte oder ob ich es wirklich auch ersteigert habe. Ich war damit auch schon mal in Kontakt auf jeden Fall. Ich habe auch mal gedacht, das ist die First Appearance von Dazzler, ist es aber auch gar nicht. Wo ist denn die vorgekommen? Spidey oder sowas? Ich glaube bei X-Men. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Das Cover ist auf jeden Fall super cool. Auf jeden Fall kommt bald eine Zeichentrickserie mit Dazzler und Tigra. Mhm. Wie geil ist das denn? Gar nicht so geil. Genauso wie Winter Soldier und Falcon? Oder sollte das eine Realserie werden? Ich weiß gar nicht. Nee, das wird eine Trickfilmreihe. Geil. So. Nächster Reprint. Ein Reprint von Invincible Iron Man 55 von 1972. Ja. Der Marvel Milestone Reprint von 1992 oder so. Ich zeig das jetzt einfach mal so rein und ratet mal, welcher Charakter hier groß im Mittelpunkt steht. Wir haben auch, wir wussten es nicht ganz, haben dann durchgeblättert, sehen, oh, da ist Drax drin, könnte es vielleicht die Drax-Ausgabe sein, wissen wir nicht genau, dann fiel der Name Thanos einmal, aber wir waren uns nicht sicher, haben weiter durchguckt, man sieht viele der galaktischen Figuren aus dem Marvel Universe. Bis Walter dann aufgefallen ist, ja, steht ja eigentlich oben drauf, ne? Da steht dick und fett Thanos. Ja, auch diese Ausgabe begehrt in den Staaten, haben wir nachgeguckt. Ja, Nico kann das überhaupt nicht verstehen. Ich konnte es nicht verstehen, bis er es mir erklärt hat, weil für mich ist ein Reprint. Fertig, aus. Ja. Und ich habe gesagt, wenn so ein Heft 1000 Euro kostet oder so, kann sich das nicht jeder leisten, der es haben will, und dann nimmt man das, was am nächsten dran kommt. Das ist erst beste Reprint. Das ist erstmal leider ein Reprint. Ja, also, oder ein Heft, das ohne Cover ist oder so. Boah, das würde ich dann wahrscheinlich schon eher, na okay, ich weiß es nicht, keine Ahnung, da ich kein Reprint-Fan bin. Ich hätte wahrscheinlich eh nicht das Problem, weil ich irgendwo dann einen deutschen Trade rumfliegen hätte, der ja auch nur, keine Ahnung, 10 oder so gekostet hat. Ja. Wäre wahrscheinlich eine ähnliche Situation. Das letzte Heft? Das Schönste von allen eigentlich.
ist das, das Nico übersehen hat. Ja. Die Comics hat es wohl auch übersehen. Wahrscheinlich. Wobei, auch einige Male ich da. Kann mir auch vorstellen, dass er sich einfach, also dass er sich da nicht interessiert für hat. Das kann auch sein. Das war auch ganz geile Grammatik eben von mir. Das Heft, wo ich dachte, es wäre Kelly Jones dran gewesen, zeichnerisch. Und das hier ist tatsächlich, also es ist nicht in Top-Zustand, aber es ist besser erhalten als meins, was ein bisschen traurig ist. Ha. Man hat hier einen dicken Knick hinten gehabt. Ja. Also ein aber paar kleine. Die Farben sind nicht gebrochen, es gibt keinen Color Break. Boah. Ja, lasst euch das mal gesagt sein. Color Break. Und wenn es keinen Color Break gibt, dann kann man das rauspressen. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ach so, sieht das Ganze aus. Das ist schon echt fein. Hast du mal reingeguckt? Nee, noch gar nicht. Ich glaube, du kannst nachvollziehen, wenn ich Kelly Jones in den Mund genommen habe. Ja, ich weiß nicht, wen du in den Mund genommen hast. Das ist auch egal. Psst. Nichts versaut ist auf meinem Kanal. Sieht ähnlich aus. Die Zeichnungen sind geil. Einfach die Zeichnungen sind richtig fett. Einzigartig, würde ich fast sagen, wenn es ein Kelly Jones wäre. Aber es ist, oh, jetzt kann ich auch mal reingucken. Bei mir habe ich es nicht getan. Es ist Kyle Hotz. Ja, kennt ihn nicht. Keine Ahnung. Kyle Hotz hat aber auch Carnage Mindbomb gemacht. Ja. Das waren deine Käufe, ne? Soweit. Ja. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit wir noch auf der Uhr haben. Also eventuell haben wir jetzt einen kleinen Time-Gap, den ich einfach zulabe. So, ich entferne mich 16 Minuten. Also da sind nur so 5 Minuten drin. Ich muss mir auch gleich einen Wecker hier hinstellen. Absolut. Dann, upsala, da bin ich wieder. Keine Zeit vergangen wahrscheinlich. Ich pack mal deinen ganzen Bums hier zu dir rüber. Ja, Glückwunsch zu dem Carnage, das hätte ich auch nochmal mitgenommen. Mein Tütchen. Gerade wird es wahrscheinlich laut rascheln bei euch. Upsa. So, das ist jetzt Comic Room und. Ach nee, Comic Room habe ich noch im Rucksack, glaube ich. Das ist alles Hummel-Comic, ne? Ja, richtig. Ah, womit fange ich denn an? Zeig das Beste. Ja, ich weiß, ich zeig das Beste. Das sind nämlich meine beiden Spider-Man. Ne, die habe ich da nur reingepackt, denn ich weiß gar nicht, ob man die beiden Pakete gerade sieht, um die anderen Hefte zu schützen. So, einmal zeige ich kurz Spider-Man 2099 Nummer 34. Das ist die Ausgabe, bevor Venom 2099 auf dem Cover vorkommt. Und dann die Nummer 37, wo er auch nochmal dabei ist. Ich wollte eigentlich fortfahren, ich habe euch ja schon die Nummer 1 bis 6 gezeigt. Leider war die 7 nicht da, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. So sieht das Ganze aus. Schade. Besonders die Top-Nummern fehlen halt 35, 36. Ich habe mir wieder die Sektion mit den ganzen Komplettpaketen angeguckt. Und da ist mir ein Paket ins Auge gefallen. Hast du das vorher noch nicht gesehen? Ich weiß nicht, ob es mir einfach nicht präsent war im Kopf, weil ich mich jetzt erst zuletzt mit den Serien beschäftigt habe, die da so drumherum spielen. Oder keine Ahnung. Wahrscheinlich war es mir auch zu teuer, ich weiß es nicht. Denn ich habe bekommen die komplette Serie von Devil Dinosaur von Jack Kirby. Das hat mich natürlich riesig gefreut. Das war so ein Plastiktütenpaket, wo dick und fett Jack Kirby drauf stand und die war oben aufgerissen. Deswegen wusste ich erst nicht, was ist der Preis. Die Serie an sich, also die Hefte sind 9 Stück, die sind jetzt nicht so geil erhalten. Aber es geht auf jeden Fall klar. Interessant ist natürlich besonders die Nummer 1. Ja, die ist oben halt ein bisschen, naja. Okay, und hinten hat sie einen kleinen Knick, aber der ist auch nicht so schlimm. Und unten, ja, über und alle Seiten. Echt, ist das so? ach da. Ja gut, ist, naja. Ja, aber es ist halt ein Leseexemplar und das Heft ist auch uralt. Ja, von wann ist das? Von, steht es drauf? 78. Jo, steht auch vorn. Ein Cover auch? Ja. 1978. Genau. Da älter als ich und ich heiße Walter. Damn. Da hatte man auch noch nicht Moon Girl am Start. Sondern ich bin der Meinung Moon Boy. Ja, auch hier die 2. Ja, so ein Äffchen. Ja, genau. Die 2 ist halt auch nicht sonderlich gut erhalten. Und deswegen, also er stand 55 Euro auf dem Paket. Das war mir selbst auch zu viel. Ich wusste nicht, ob man handeln kann in dem Laden. Ich bin dann hin, er hat mich gefragt, was würdest du zahlen? Ich meinte, ich würde dir 35 geben, weil ich zahle keinen Versand etc. pp. Da fand ich das ganz fair. Er hat erst gesagt 40, dann habe ich ihm die Nummer 2 gezeigt, die echt nicht toll erhalten ist. Und dann meinte er, komm, machen wir 38 und da habe ich dann eingeschlagen. Ich wäre halt voll gemein gewesen und hätte gefragt, ob ich Nummer 1 so haben kann. Und nee, das hätte ich auch gar nicht gewollt. Also ich bin aber auch böse. Du bist auch ein Verkäufer. Ein ordentlicher anderer Verkäufer würde das auch nicht verkaufen, so wie ich das möchte. Glaube ich.
Nee, also ich bin da schon happy, dass ich auch direkt die komplette Serie, also mit neuen Ausgaben bekommen habe. Was ist das hier eigentlich oben? Das war auch mal ein Knick, ne? Keine Ahnung. Naja. Die Cover sind halt alle super cool, so gesehen. Zum Glück hat er mir auch noch diese zwei großen Hüllen mitgegeben, sonst hätte ich echt nicht gewusst, wie ich die hätte transportieren soll. Zack. Oh, ich bekomme jetzt schon Rückenschmerzen, ne? Das erinnert mich auch alles ein bisschen an Planet der Affen hier. Mit diesen komischen Charakteren. Wirst du das lesen? Ich habe tatsächlich vorhin mit Mabugus Comic-Kiste geschrieben und ich glaube, das werde ich direkt als nächstes lesen. Okay. Plus Review und alles drum und dran. Oh. Er meinte zwar, du wirst nur zwei Klicks bekommen, das ist mir dann auch bewusst, wenn ich hier sowas mache, aber pff, ja, was soll's, ne? Einen hast du von mir und einen von Mabugu. Ja, und einen von Kane wahrscheinlich, weil Kane so auf Moon Girl und Devil Dinosaur steht. Der wird wahrscheinlich auch reingucken. Sonst noch jeder, der dazu kommt, ist natürlich herzlich eingeladen zu meiner baldigen Devil Dinosaur Review, was ein unfassbares Fest wird. Ja, also ich würde sagen, das reicht für die erste Folge. Wir haben jetzt ungefähr wieder 20 Minuten, sonst bricht der ganze Bums hier wieder ab. Richtig. Wir sehen uns gleich, wir machen uns wieder ready. Bis dann.